Junge Redakteure schrieben begeistert mit, drückten auf den Auslöserknopf ihrer Cam und hatten schon die Fragen an den Ministerpräsidenten parat. Es gab einige Exponate zu bestaunen und Interessantes zu erfahren über das Technikevent die Ideenexpo 2009 auf der Pressekonferenz im HCC Hannover. Den Ministerpräsidenten beeindruckten Naturwissenschaften zum Anfassen und Technik zum Mitmachen von Jugendlichen für Jugendliche. Mir in Erinnerung geblieben, dass es ganz viele 13-Jährige, 14-Jährige, 15-Jährige gibt, die sehr viel erfunden, erforscht, ertüftelt haben und die einfach verdient haben, das mal zu zeigen, was sie da gemacht haben. In der Arbeitsgemeinschaft Jugend forscht, im Physikunterricht, in anderen Fächern. Und die haben natürlich da die Riesenchance, Zehntausende andere Schüler mit ihren Projekten zu begeistern. Und wir sind beeindruckt von dem, was junge Leute in Niedersachsen schon machen, welche Gedanken sie sich machen. Und das sind natürlich auch wichtige Fragen, wie wir Energie in Zukunft gewinnen, wie wir es umweltfreundlicher machen, wie wir den Klimawandel bekämpfen, wie wir die Zukunft besser machen. Die Gesichter der Ideenexpo Jill Marlene Berning und Michael Kuhlmann haben an der Pressekonferenz teilgenommen. Sie sprechen Jugendliche auf Augenhöhe an und helfen, Vorbehalte abzubauen. Ja, ich freue mich einfach auf die Veranstaltung und freue mich darauf, meine Erfahrungen an andere weiterzugeben, auch gerade den Mädchen Mut zu machen, nicht immer die Jungs vorzulassen und den Jungs die ganze Arbeit, die technische Arbeit zu überlassen, sondern sich einfach mal selbst ja, was zuzutrauen und einfach mal auszuprobieren. Sehen, hey, das bringt was. Wir lernen da was und das findet Anwendung im täglichen Leben. Und diese Verbindung herzustellen, dafür soll die Ideenexpo da sein. Dass nicht nur wir bei solchen Terminen sowas feststellen, sondern dass jeder eintrittfrei dorthin gehen kann und für sich feststellen kann, auch ich kann Technik verstehen und benutzen und mich dafür begeistern. Und ja, da freue ich mich drauf. Fragen durften natürlich auch noch geklärt werden. Also vor kurzem lief ja auch auf unserer Sendung die beste Idee in Deutschland. Ich glaube, Liga Boni war da auch mit beteiligt. Später auch von da auch auf der Idee der Expo zu sehen oder? So wie ich die Ligal Boning kennengelernt habe, ich habe mehrfach mit ihm zu tun gehabt, nimmt er das ernst. Wir arbeiten halt Hand in Hand miteinander. Danach gab es erste spannende Einblicke in verschiedene Exponate von Ausstellern und Sponsoren, die es im September auf der Messe zu sehen gibt. Das ließ sich auch der Ministerpräsident nicht entgehen. Unter anderem gab es einen ferngesteuerten Rennbesen zur Klassenreinigung zu bestaunen und einen Armdrücker mit eingebautem Getriebemotor der Siemens AG. Jill ließ sich zum Kräftemessen herausfordern. Schüler, Studenten und Azubis stellten ihre Exponate vor. Junge Menschen zwischen 10 und 22 Jahren informierten und erklärten, wo die Technik in der Industrie sinnvoll eingesetzt werden kann. Keine Fragen blieben hier offen. Also das ist ein Kupfer. Langeweile, Fehlanzeige. Hier konnte jeder den Techniker, Tüftler oder Wissenschaftler an sich erkennen. Da ist der Antrieb. Hier wäre der Motor angeschlossen. Dann dreht sich das und dann kann man hier einzeln schalten über dieses Zahnriemen. Manche Exponate mussten vor dem Eingang des HCC warten, denn sie waren einfach zu groß. Der Golf GTI, der von Azubis der Volkswagen AG gebaut worden war, zeigte, was Technikbegeisterte alles ermöglichen können. Haben wir alles selber geschweißt und ja, halt die Verkleidung gebaut. Dann haben wir jetzt hier im Kofferraum einen 26 Zoll Monitor drin und eine eingebaute Xbox, und man halt, wenn man mal Lust hat, ein bisschen spielen kann. Wenn man irgendwo auf Fahrrad schießt oder so. Und dann ist es aber auch wieder funktionell. Man kann den Fernseher ganz normal wieder einklappen, zumachen. Dann kann man halt immer noch beim Einkaufen sein Gepäck hier oder Gepäck verschauen, ohne dass man stört. Die letzte Ideenexpo war ein großer Erfolg. Die diesjährige Messe öffnet für Schüler, Studenten, Azubis, junge Menschen, Eltern und Lehrer wieder mal die Türen. Mit dreifacher Fläche und mehr als 270 Exponate aus aller Welt wird einem der Zugang zu Naturwissenschaften und Technik praktisch und spielerisch vereinfacht. Profis aus Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen helfen bei der Berufswahl, dem Studium oder dem Praktika im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Wir werden einige junge Leute aus Indien haben,
Die habe ich in Indien besucht, an der Universität Pune. Die haben da so Fahrzeuge entwickelt, ganz tolle Sache. Die kommen auch mit ihren Fahrzeugen hier nach Hannover. Und wir haben jetzt schon 120 Aussteller, die ihre Mitwirkung zugesagt haben, mit 300 Exponaten, wo man also selber bohren kann, nach Erdöl suchen kann, was anfassen kann, verspielen kann. Und man kann es erklärt bekommen. Es wird nicht mehr so eng, es wird nicht mehr so bedrängend. So, es gibt ausreichend Platz, alles auszuprobieren, sich alles anzuschauen, sich alles erklären zu lassen. Da sind viele Vertreter der Firmen, der Universitäten, der Fachhochschulen, der Schulen, die auch was erklären. Und es ist einfach eine ganz faszinierende Angelegenheit. Ich habe eigentlich keinen getroffen, der nicht glücklich war, dass er das gemacht hat. Und wir haben hinterher befragt, alle waren glücklich und zufrieden, bis auf dieses Drängeln. Und das haben wir jetzt abgestellt. Also wir sind auch lernfähig, aus Fehlern zu werden. Und das nächste Mal wird es also noch toller. Ich habe mir die ganzen Tage freigehalten, ich laufe da auch jeden Tag rum. Und wenn da also Schülerzeitungen dann in den Tagen nochmal vertieft mit mir Gespräche führen wollen, besteht dazu die Möglichkeit so gut wie sonst nie. Das Technik-Event bietet dazu noch ein außerordentliches Rahmenprogramm mit prominenten Moderatoren wie zum Beispiel Ranga Yogeshwar. Der Eintritt ist natürlich kostenlos.